Tja, ob ich hier jetzt Hallo Reloaded. Meinen Mund vielleicht ein wenig zu voll nehme, wenn ich behaupte, ist diese drei Dinge und du lebst 10 Jahre länger. Ob das so ist, das erfährst du in diesem Video. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Weißt du, was eine echt geile Idee wäre? Du läufst Kit den deinen Gepäck einfach Marathon und lädst sie so mit Energie. Stimmt. Ich gehe einfach zur Quelle hin und dann sage ich, ich lasse mir was einfallen. Also, ich kann dir schon mal sagen, dass diejenigen, die sich vegan ernähren, also vollwertig pflanzlich, tatsächlich eine durchschnittlich längere Lebenserwartung von über 10 Jahren haben. Und tja, dann weißt du auch, in welche Richtung. Ja, weil die auch nicht übergewichtig sind. So einfach ist das. Bist du übergewichtig, stirbst du früher. Richtung ich genau wieder heute möchte mit dir. Ich möchte nämlich, dass du viel mehr Pflanzen isst, weil Pflanzen macht dich gesund. Und vor allen Dingen macht es auch ein gesundes Immunsystem. Und ein gesundes Immunsystem ist das, was wir brauchen, besonders wenn wir älter werden. Weil genau das ist der Grund, warum Menschen mit zunehmendem Alter immer mehr Krankheiten bekommen, weil deren Immunsystem nicht mehr arbeitet. Das ist normal im Alter, deshalb stirbt man irgendwann. Und die Nightmatch, da liegst du gar nicht so verkehrt. Beckenburger 85 abonniert den kleinen Lurch. 2021 wird noch viel, viel besser. Richtig, Beckenburger. Vielen Dank für den 4. Monat. Naja, ich würde eher mal so ganz, ganz grob schätzen, 2023 wird besser. Du bist da ziemlich optimistisch. Ach ja, warte mal, der Impfstoff sollte in 4 Tagen kommen. Ach nee, doch nicht. Absolute Voraussetzung für ein gutes Immunsystem ist, dass dieses Immunsystem sehen kann. Und ich beschreibe immer so, wenn wir optimal uns ernähren, dann machen wir Folgendes. Wir setzen nämlich unseren Immunzellen eine Vergrößerungsbrille auf. Und diese Vergrößerungsbrille, das sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Und die sekundären Pflanzenstoffe, die sind eigentlich die wahren Magier in Obst, in Gemüse, in den Pflanzenstoffen eben. Und weil die auch so heißen, die sekundären Pflanzenstoffe, befinden sie sich natürlich nur in Pflanzen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe sind im Übrigen das, was das Aroma von Pflanzen ausmacht, was die Farbe ausmacht, was das Schöne der Pflanzen ausmacht. Und dieses Ja, lecker Brokkoli. Uschi. Lecker Brokkoli, sieht toll aus und schmeckt auch wunderbar. Das macht richtig Freude, Brokkoli und Rosenkohl zu essen, gerade roh. Richtig gut. Nur weil es gut aussieht, heißt es, und Fleisch sieht super aus. Fleisch ist super. Guck dir das an, hier. Steak. Guck dir das doch mal an. Diese Farbe, dieses Rot, was einfach sagt, iss mich. Iss mich jetzt. Ist mich roh. Das ist Farbe. Nicht grün. Grün ist Gift. Grün bedeutet, lass die Finger davon. Guck dir einen grünen Frosch an. Der ist giftig. Und das ist rot. Das heißt einfach, sehr gut. Lecker. Nikotin ist auch ein pflanzlicher Sekundärstoff. Richtig. Und auch pflanzliche, sekundäre Pflanzenstoffe sind auch im Fliegenpilz drin. Dann mal viel Spaß mit diesen sekundären Pflanzenstoffen. Phytinsäure ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff. Viel Spaß damit. LSD ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff. Aber warte mal. Ist gesund, sagt sie. Sekundären Pflanzenstoffe haben alle Pflanzen deswegen, weil nämlich diese sekundären Pflanzenstoffe die Pflanzen schützen sollen. Und wenn Pflanzen geschützt werden, und das wissen wir seit einigen Jahrzehnten, also diese Pflanzenstoffe beinhalten, dann schützen auch diese Pflanzenstoffe uns. Und nein! Wenn die Pflanze sich schützt, dann ist das doch giftig für diejenigen, die es fressen. Sonst würde sich doch die Pflanze nicht schützen. Was ist das denn für eine unsinnige Aussage? Ich kann doch nicht sagen, eine Waffe schützt einen Polizisten, deshalb ist das gut für den, den er jagt mit der Waffe. Hä? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe, dass die sekundären Pflanzenstoffe, die die Pflanze schützen sollen, gut für denjenigen sind, der sie frisst. Da sind das doch keine Pflanzenschutzstoffe. Diese Pflanzenstoffe, das sind nämlich diese Vergrößerungsgläser, die die Immunzellen aufgesetzt bekommen, damit die...
Was ist sie, Ärztin und erzählt so einen Mumpitz? Da kannst du dir nicht ausdenken. Auch wenn wir älter werden, immer noch sehen, hey, da ist was, was uns nicht gut tut, da ist was Ungesundes, da ist was Giftiges, da ist eine Zelle, die sich verändert hat, da sind Bakterien, hups, da sind sogar Viren. Wir wissen, dass dadurch, dass unser Immunsystem sehend wird, auch viel eher Viren und Bakterien, also pathogene Keime, vernichtet werden können. Deswegen ist es mein großes Anliegen an euch, dass ihr gerade jetzt in dieser Zeit viel, viel Obst, am besten natürlich Obst, das jetzt herangewachsen ist. Also es gibt jetzt schon tatsächlich auch viel Mandarinen, Clementinen, Orangen. Ich weiß, dass es nicht unbedingt... Ach ja, die wachsen alle in Deutschland. Ja, wir haben ja auf jeden Fall die Clementinen-Äcker. Kennt ihr, ne? Kennt ihr im Winter? Neben dem Maisfeld sind die ganzen Mandarinenbäume. Wer kennt sie nicht? Die natürlich alle hier in Deutschland im Winter wachsen. Die guten Mandarinen. Neben den Bananen übrigens, ja, wenn ihr frische Bananen wollt im Winter, dann müsst ihr einfach nur rausgehen. Haltet einfach mal die Augen offen, habt ihr die noch nicht gesehen? Die guten Winterbananen. Jetzt regional ist, aber das gibt es einfach jetzt, dass ihr dieses jetzt zuhauf esst, aber auch anderes Obst. Es gibt auch noch Beeren und wenn ihr sagt, okay... Lass mal überlegen, was wir jetzt im Winter finden im Wald. Hirsch, Wildschwein, Hase... Ein bisschen schwierig, dann könnt ihr auch zugreifen bei Tiefkühlbeeren. Auch die haben noch sekundäre Pflanzenstoffe. Also, sie hat das Stethoskop schon abgelegt, weil sie gerade nur Quatsch erzählt. Jeden Tag 2 Portionen an sekundären Pflanzenstoffen, also an Obst, an Gemüse, an Salaten, auch an Hülsenfrüchte und an Nüssen. Das ist Grundlage für ein längeres Leben. Und dann, also jetzt waren wir bei dem Obst, weil die ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe haben. Jetzt, was ist das Nächste, was ihr noch unbedingt essen müsst? Hülsenfrüchte. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese Früchte, die... Wir müssen uns ans Furzen gewöhnen und dass es uns schwerfällig ist und dass wir die ganze Zeit aufs Klo müssen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Ihr müsst euch dran gewöhnen, dass ihr 5-mal am Tag aufs Klo müsst von diesen Hülsenfrüchten und Ballaststoffen. Durch eine Hülse oder mit einer Hülse umgeben werden, was ganz Besonderes für uns bereithalten, nämlich die Ballaststoffe. Die Ballaststoffe, die gar keinen Ballast darstellen, sondern die beste Nahrung für unsere Darmbakterien. Und von diesen Hülsenfrüchten bitte jeden Tag eine Portion essen. Das sind Erbsen, Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Sojabohnen. Da kannst du dir alles Mögliche zubereiten. Jetzt kommt noch eine Kategorie, die du auch jeden Tag essen solltest. Und dann ist es ganz einfach. Was ist die letzte Kategorie? Steak, Tofu. 10 Jahre länger zu leben, nämlich grünes Blattgemüse. Und da steht an allererster Stelle der Grünkohl. Zucker, genau. Der enthält so viel Lebenswertes an Bestandteilen. Es ist die beste Kohlart, die wir haben. Es hat ganz viel sekundäre Pflanzenstoffe, ganz viel an Mikronährstoffen für uns bereit. Und wenn wir dieses essen, dieses grüne Blattgemüse, wie gesagt, ich habe jetzt diesen Grünkohl als erstes genannt, aber es gibt Spinat, es gibt den Würsing, es gibt Endivien, es gibt Feldsalat. Dieses grüne Blattgemüse ist ein... Wächst alles im Winter. Okay, Grünkohl so ein bisschen, aber der Rest nicht so. Einfach nochmal eine besondere Form des Geschenkes für ein längeres Leben. Und deswegen bitte jeden Tag eine Portion davon. Ja, so sieht's aus. Es gibt noch so viel dazu zu sagen. Aber wenn du mehr noch darüber erfahren... Nein, wollen wir nicht. Weil wir haben gerade gelernt, dass es ziemlicher Blödsinn ist zu sagen, es sind Pflanzenabwehrstoffe, aber sie sind für den Menschen gut. Das ist tatsächlich die dümmste Aussage, die ich... Ich glaube, sowas traut sich nicht mal... Ja, okay, Lichtblick vielleicht schon. Aber sowas wird sich doch niemand trauen, in einem Moment zu sagen.